ganz junge Mädchen, die von der Musik im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen werden. Ohnmachtsanfälle und so. Die da oben, die auf der Bühne, sind Geschwister, allesamt, tragen lange, rötlich-blonde Haare und singen geradezu himmlisch. Ein Phänomen, ein Rätsel, ein Welterfolg. Normalerweise geben sie nicht gerne Interviews, aber ich habe heute hohen Besuch. Betrifft Joey Kelly. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Joey Kelly, Alter? Ich bin 26 jetzt geworden. Größe? 1,72 klein. Gewicht? Ich wiege jetzt 1,75 Kilo. Aha. Und immer unterschiedlich. Sternzeichen? Schütze. Besitzen Sie ein Smoking? Ist das ein Smoking? Noch nicht ganz. Nein, dann vielleicht keins. Wird noch mal einer drauf. Ich habe leider kein Smoking. Gut. Kann man Sie beim Genuss einer Zigarette erwischen? Nein, ich rauche nicht. Mhm. Welche Sprache ist die schönste für Liebeslieder? Ich glaube Französisch. Mhm. Was wäre eine sportliche Herausforderung? Bungee-Jumping oder Drachenfliegen oder eine Trainingseinheit mit dem 1. FC Köln? Trainingseinheit. Und das lässt sich vermitteln. Wer schneidet Ihnen die Haare? Die Spitzen schneidet meistens, immer unterschiedlich. Manchmal meine Schwester Patricia, Maite oder manchmal haben wir eine Friseurin, die das gut macht. Mhm. Wo wird am häufigsten gelogen? Im Showbusiness, in der Politik, in der Familie? Alle drei vielleicht. Gleich. In welcher Epoche hätten Sie gerne noch Musik gemacht? Im Barock, in der Renaissance, in der Antike? Renaissance. Mhm. Was war Ihr liebstes Spielzeug als Kind? Mein Lieblings? Aha. Fußball habe ich viel gespielt, als ich klein war. Mhm. Das stimmt, ja. Was ist das schönste Fortbewegungsmittel? Ein Doppeldeckerbus oder ein Dreimaster oder die Concorde? Alle drei. Sind sehr schön. Schön und schnell. Ja. Haben Sie ein irisches Lieblingsgericht? Irish Stew. Mhm. Oder irisches Brot. Mhm. Auch sehr gut. Das kenne ich nicht. Das stimmt. Geben Sie Straßenmusikern Geld? Ja. Ja? Das stimmt. In Erinnerung, darf ich schon mal rüberbitten? In Erinnerung an alte Zeiten? Nein, in Erinnerung nicht, als Respekt. Ja. Weil das ist hart und ja, weil die Leute da stehen und machen Musik. Dankeschön, vielen Dank. Wann sind Sie denn zuletzt auf der Straße gewesen und haben da musiziert? Das letzte Mal war, ich glaube jetzt vor 6, 7 Jahren, haben wir gespielt noch auf die Straßen. Und seitdem ist es so viel mehr erfolgreich geworden und wir spielen natürlich in Konzerthallen, in Open-Air-Stadiums, europaweit, und wir fangen jetzt an, in Amerika zu arbeiten. Mhm. Wir arbeiten auch schon in Asien und in Südamerika. Wir haben jetzt im Mai, fahren wir nach USA und South America, und im August sind wir in Asien. Da haben wir ein Konzert, organisieren wir auf der chinesischen Mauer. Wird organisiert. Das ist so ein einmaliges Ding. Und ja. Können Sie, oder gibt es manchmal Momente, wo Sie ganz persönlich, Joey Kelly, ja, denken, hey, das darf alles eigentlich gar nicht wahr sein? Nein, eigentlich nicht. Es darf eigentlich alles sein, wenn man sich irgendwas, ein Ziel, so irgendwie zielt, dann, wenn man hart dran arbeitet, dann hat man manchmal vielleicht eine Chance, den zu schaffen. Das ist, viele Sachen sind eigentlich nur eine Kopfsache und auch natürlich eine Sache von Arbeit, Konsequenz und. Aber ich stelle mir vor, 9 Geschwister. Ja. Ihr Vater ist ja seit einem Schlaganfall nicht mehr auf der Musikebene, sondern, ja, agiert im Hintergrund. Aber 9 Geschwister, ja, zusammenzuhalten und alle auf ein Ziel hinarbeiten zu lassen, das ist wie ein Sack Flöhe hüten. Nein, das ist meine Familie. Wir sind eine starke Familie, wir sind eine irische Familie. In Irland ist es Tradition seit Jahrhunderten, als starke Familie irgendwie so zu halten. Wir haben unseren Stress, wir haben alles, aber zu Hause läuft wunderbar. Es ist, wir arbeiten alle als Professionals, ja, und wir haben unsere Familienleben, das ist alles. Jeder hat den Wahl zu sagen, ich will was anderes machen, aber jeder sagt, nein, es gefällt mir so zu Hause, dass wir einfach bleiben und machen das weiter und touren und machen fast jedes Jahr eine Platte, Clips. Wir produzieren, wir organisieren, wir haben unsere eigene GmbH, also unsere eigene Firma,
wir dirigieren alles und riskieren alles, ne? Und wir haben Glück, dass die Leute unsere Musik kaufen, und wir bedanken uns tausendmal, dass sie unsere CDs und unsere Videos und unsere ganze Merchandising und unsere Konzerten besuchen. Das ist für uns ein super. Wir sind dankbar. Das kann ich mir vorstellen. Früher gehörten Sie zum fahrenden Volk. Das war sicherlich ein ganz freies, auch ein tolles und aufregendes Leben. Ja. Aber heute ist nicht mehr fahrendes Volk, sondern Sie sind Schlossherrn geworden, wohnen hier in der Nähe von Köln auf einem richtigen großen Schloss. Wie viele Zimmer hat das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, es hat 23 Zimmern oder so. Es gibt auch kleine Zimmern, ne? Aber es hat irgendwie, ich glaube, das Schloss hat 23 Zimmern gezählt. Ich weiß es nicht genau, wirklich. Also die Zimmern, es gibt viele Zimmern, die meistens sind belegt. Es gibt manche, die noch frei sind, aber es ist groß. Aber es ist nicht so groß. Wir sind eine große Familie, ne? Klar, sind, allein neun Geschwister, ja, genau, und was man also noch so braucht. Genau. Aber manchmal liest es sich und schaut es sich wie ein Märchen. Und darüber haben wir einen Film gemacht. Bitte sehr. Sie werden weiter singen. Ja, klar. Überall auf der Welt. Natürlich. Als Sie angefangen haben, da waren Sie ja noch gar nicht auf der Welt. Da hatte Ihr Vater, also nein. Ja, da hat Ihr Vater vor. Also ja. seine Ideen waren ja eigentlich, ein alternatives Leben zu führen. Auszusteigen aus dem Beruf, aus dem bürgerlichen Leben. Und als Straßen. Nein, mein Vater war nicht. Mein Vater war früher ein Lehrer in Amerika, ist dann nach Spanien ausgewandert, weil er seine Kinder in Spanien aufwachsen wollte. Und da war mein Vater Antiquitätshändler. Mein Vater hat Antiquitäten überall in Europa gekauft und war von den besten 20 in Amerika, hat in Amerika verkauft, hat ein sehr gutes Leben geführt, hat uns alle sehr gut mit Privatlehrern, mit Tanz, Musik, alles. Also meine älteren Brüder und Schwestern, ich war noch da ganz klein. Und das war sehr gut. Und mein Vater hat dann hinterher mit der Musik, es ging immer mehr. Dann haben wir davon leben können, und dann sind wir einfach durch ganz Europa gereist mit unserem Bus und gelebt von der Musik. Und das war für uns eine Kulturen lernen, Sprachen lernen, Leute kennenlernen. Das war für uns, dadurch haben wir alle viele Sprachen kennenlernen können. Ein Teil von der Welt. Ja. Wie war die Phase als Anfang, ich glaube es war Anfang der 80er Jahre, als Ihre Mutter erkrankte? Und dann gestorben ist. Ihre Mutter hatte insgesamt 12 Kinder zur Welt gebracht und war doch sicherlich so etwas wie ein Zentrum der Familie. Natürlich. Meine Mutter ist immer noch bei uns. Also immer noch. Natürlich, das war eine sehr schwierige Zeit. Wir waren damals sehr stark und populär in Deutschland und in andere Länder, in Europa, in Holland, Nummer 1, in Belgien, überall. Und dann haben wir entschieden, erstmal ein bisschen Ruhe, wir sind zurück zu unserem Haus in Spanien zurückgekehrt. Und da haben wir erstmal ein bisschen Ruhe gehabt. Meine Mutter ist in Spanien bei uns begraben, und dann haben wir dann ein bisschen Pause genommen, dann wieder zack, losgelegt und keep on singing mit unserem Mutterbeinte. Wer hat den Rhythmus bestimmt? War das Ihr Vater, oder gibt es sowas wie ein Kollektiv, dass alle miteinander abstimmen, was machen wir jetzt?
es ist, mein Vater ist der Chef zu Hause. Immer noch? Ja, natürlich. Mhm. Ja, mein Vater ist der Chef auch von unserer Firma und alles. Aber jeder hat seinen Bereich in die Firma. Ne? Ich kümmere mich um die ganze Konzerte. Ne? Das ist mein Bereich, die ganze Buchung von den Konzerten. Sorgen, dass die gebucht sind und voll und alles, um dann, was wir tun können. In jeder Familie ist es normal, dass die Kinder irgendwann sagen, oh, ich habe meinen eigenen Willen. Was passiert denn in so einem großen Clan, wo alle geschäftlich zusammenhängen? Ich glaube, je älter wir werden, die besser es wird. Weil jeder freut sich, dass der andere seinen Teil immer besser macht, verbessert sich. Wenn jemand keine Lust hat, dann braucht er einfach nicht mitmachen. Und das Beweis ist, dass jeder bleibt und ihm gefällt und jeder macht mit. Und wir sind in die Zimmer aufgeteilt worden im Schloss, da konnte man in der Zeitung lesen, ah, da haben sich die Kellys aber doch mal ein bisschen in die Haare bekommen. Nein. Der kriegt ihr schönstes Zimmer. Das geht automatisch. Jeder hat sich ein Zimmer geholt und es gibt immer noch freien Zimmern. Es war cool. Ich habe ein schönes Zimmer bekommen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit einem kleinen Zimmer oder mit einem großen Zimmer. Es hat ein Zimmer, es ist egal, ob es ein großes oder kleines Zimmer ist. Wie stellen Sie sich, wie Sie aufgewachsen, hineingewachsen sind in diese Kelly-Welt, wie stellen Sie sich eigentlich Ihre Zukunft vor? Irgendwann werden doch mehr Geschwister ein eigenes Leben führen. Erste Kinder sind ja schon da. Es kann sein, dass es zum Beispiel weitergeht mit den Enkelkindern. Mhm. Dass die Enkelkinder dann auch Kelly-Familie mitmachen. Das Kelly-Familie ist ein Konzept, es ist eine Familie. Es kann weitergehen. Es hat jetzt 25 Jahre geschafft. Und es kann noch, ich hoffe, noch mal 25 Jahre gehen. Es gibt keinen Grund. Die Rolling Stones spielen schon seit 40 Jahren. Ne? Und dann gibt es keinen Grund, warum wir es auch nicht schaffen könnten. Bis 50 und so. Ne? Es ist, man wird musikalisch immer besser. Wir finden andere Wege, verschiedene Sorten. Es ist für uns, wir sind nicht eine musikalische Gruppe, die stehen bleibt. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Boris Becker. Finden Sie das gut? Ich? Ja. Warum? Die Augen, das fällt mir gerade auf. Nein. Aber ich habe die einzige, ist vielleicht, ich bin blond, mache auch Sport wie Boris. Blond? Aber bin kein Profisportler, bin nur so Amateursportler. Aber auch sehr geschäftstüchtig. Ja, natürlich, das bin ich auch, weil ich kümmere mich um die ganze Konzerte. Ja. Und da muss ich auch sorgen, dass die Konzerte gebucht sind. Dass die Konzerte auch gut verdienen, weil wir riskieren alles. Ne? Also wir buchen, wir sind selber Veranstalter, wir haben örtliche Veranstalter und dann riskieren wir alles. Und dann ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir so hart arbeiten, wir arbeiten alle knallhart. Es gibt keinen Grund, warum wir so hart arbeiten. Wir könnten auch die Sachen weiter vergeben an andere Leute. Wollen wir nicht. Wir haben es von der Straße bis hier geschafft, unter unseren Hand zu halten. Aber Sie haben inzwischen normale Bankverbindungen. Ja. Das kann man sagen. Ich wundere mich nämlich, wenn man Sie von der Bühne her kennt, dann sind diese mittlerweile ja neun, dann sind diese neun Geschwister immer sehr bunt angezogen, sehr eigenwillig, mit Borden und Bordüren und Rüschen. Ja. Und heute sehen Sie aus, Joey Kelly, wie ein seriöser Geschäftsmann. Was wollen Sie uns damit sagen? Gar nichts. Ich ziehe mich gerne so an. Ich laufe nicht tagsüber mit meinen Klamotten, die ich auf der Bühne trage. Nein, ich laufe ganz normal wie andere Leute mit Hosen oder mit Anzug, wenn ich irgendwo ausgehe. Nein, ich finde es schön, wenn man sich gut anzieht. Und manche Leute denken, wir ziehen uns manchmal nicht gut an. Aber das stimmt nicht. Unsere Kleider sind meistens von Haute Couture Schneiderin gemacht, von Paris oder von da. Teilweise auch gefunden in Flohmärkten. Es gibt so in Amsterdam so einen super Flohmarkt, wo man tolle Kleider kaufen kann, Lederkleider oder so, die man nicht mehr machen kann, weil Leder sieht immer so viel schöner aus, wenn es irgendwie ein bisschen getragen ist und so, ne? Aber das meiste lassen wir uns machen lassen, finden wir, es ist alles immer verschieden. Also jeder kann sich anziehen auf der Bühne, so wie er gerade sich fühlt. Ja, stimmt es eigentlich, dass alle Kelly-Geschwister weder rauchen noch Alkohol trinken? Das stimmt. Also wir rauchen keiner. Mhm. Keiner raucht. Und Alkohol, ab und zu wird vielleicht eine Flasche Wein getrunken und so. Aber da zu Hause... ist ja auch nicht viel. Eine Flasche Wein für neun Leute. Nein, also eine Flasche Wein wird meistens aufgemacht und die bleibt zu drei Viertel noch voll. Und wenn das bei Gäste kommen, Nee, wir trinken keinen Alkohol.
Wir trinken wenig Alkohol. Mhm. Wir trinken nicht kein Alkohol, wir trinken wenig Alkohol. Und das ist man von Iren ja sonst nicht gewohnt. Da gibt's ja so ein Vorurteil. Das kann sein. Der Ire an sich säuft, bis er unter den Tisch fällt. Nein, das ist ein Image, aber das stimmt gar nicht. Ich meine, die Iren trinken schon viel, aber es gehört zu Irland irgendwie, das Guinness. Es gibt einen Großteil von Irischen, die trinken, so man denkt, die Leute von Süddeutschland, Bayern, die trinken auch sehr viel, ne? Aber das stimmt nicht. Ich meine, manche trinken, manche nicht. Ja. Joey, Sie haben so viel Erfolg gehabt. Sie haben in ganz Europa gelebt, Sie hatten ein Hausboot in Amsterdam, Sie haben, sind durch die Gegend gezogen. Warum haben Sie sich Deutschland ausgesucht, wo hier immer schlechtes Wetter ist? Nein, wir haben uns Deutschland nicht ausgesucht. Wir haben die letzten 2 Jahre in Irland gewohnt. Mhm. Da haben wir ein Haus, das ist eigentlich unsere Zweitheimat. Köln ist für uns sehr zentrales Europa. Wir können sehr gut touren. Aha. Unsere Firma ist hier. Wir haben auch unsere Plattenfirma, unsere ganze Sache hier. Wir haben ja auch davor 4 oder 3 Jahre gewohnt hier mit unserem DIF. Und es ist, Köln ist einfach es ist eine Kleinstadt, aber immer noch eine Weltstadt. Köln ist eine... Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Nee, wirklich. Also Köln ist eine, und mittlerweile mit die ganze Media, Popcom, alles. Köln ist, schlägt sogar Berlin und Hamburg und München manchmal. Es ist eine schöne Stadt. Vor allem und auch, ein Musikzentrum natürlich. Und auch schön das Gefühl, du kannst, man hat das Gefühl, wenn man auf die Straßen läuft in Köln, dass man sicher ist. Sie haben da, wenn Sie auf die Straße gehen, sind Sie vielleicht nicht ganz so sicher, weil Sie immer einen Schwarm von jungen Mädchen hinter sich haben. Das stimmt nicht. Das ist, nein, das stimmt nicht. Ich meine, deswegen ziehen Sie sich schwarz und seriös an, damit Sie nicht erkannt werden. Ich ziehe mich so an, wie ich fühle. Man wird ab und zu erkannt und dann gibt man so ein Autogramme oder so ein Foto. Bei Ihnen bestimmt auch, ne? Aber sonst kann man ganz normal in der Stadt gehen und irgendwas kaufen. Vielleicht nicht Angelo und Paddy, die vielleicht mehr erkannt, ne? Aber gibt es eine Konkurrenz eigentlich zwischen Ihnen? Wenn Sie sagen, Angelo und Paddy, das sind die nun auch noch die, wo die jungen Mädchen so drauf abfahren? Nee. Aber dann kommt Joey und singt why und dann hat er die Herzen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man auf der Bühne steht? Das haben mich schon gefragt bei den Stones, bei den Beatles, bei den Kellys. Man steht oben, tausende von jungen Mädchen sind unten und die fallen reihenweise nicht in nur Ohnmacht. Mädchen. Nein, das stimmt nicht. Ich meine also, aber jetzt die in Ohnmacht fallen. Das sind ja meistens Mädchen. Ja, das ist so. Okay, zum Beispiel jetzt für die Konzerte. Ne? Wir wollen nicht, dass die Mädels also unmächtig werden und fallen und rausgezogen werden. Das wollen wir gar nicht, weil das ist einfach nicht schön. Wir haben dafür 2 Barriers gebaut, sodass der Druck weniger ist. Und jetzt neulich für die neuen Konzerte, die jetzt ab Mitte März bis Ende April sind wir wieder auf Tour, also auch in Deutschland, aber überall anders, sind ein Großteil und vielleicht die meisten Konzerte mit Innenraum bestuhlt. Und da sieht doch keiner auf dem Stuhl aus. Na doch, das machen wir so. Nein, das haben wir schon probiert und das klappt wunderbar. Das ist so. Ein Konzert gehört doch nicht. Nein. Da irren Sie sich. Zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel so Eric Clapton gehen oder sowas, ne? Oder andere. Ja, der ist auch viel älter als die Kellys. Ja, nein, aber nicht nur Eric Clapton, sondern bei anderen auch. Das haben wir jetzt gemacht und das klappt wunderbar. Das ist so, dass wir das Innenraum bestühlen, sodass jeder weiß, wo er seinen Platz hat. Da kommen die Mütter drauf. Auf die Stühle kommen die Mütter. Nein. Ich habe eine gute Idee. Ja. Wir wollen ein bisschen Kelly hören. Wir haben ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Sie sind ja ein begnadeter Radfahrer. Nein. Das weiß ich. Ein bisschen. Ja, und jetzt ist folgendes. Das Prinzip wenn Sie auf diesem sehr gemütlichen Sattel Platz nehmen, wenn Sie treten, dann treten Sie Ihre eigene Musik in Gang. Welche Musik? Ein Stück. Maximum von der Kelly Family. Okay. Und Sie müssen nur so treten, so sensibel, dass Sie die richtige Geschwindigkeit kriegen. Sonst leiert. Soll ich jetzt anfangen? Ich bitte darum. Das wird immer schwieriger. Da, nein, fast. Okay. Oh Gott. Ich kann nur schnell treten. Das ist das Problem. Ah.
Gott, das ist gut. Okay. Das war nicht schlecht, Joey. Wir werden diese von Ihnen. Das war furchtbar, war das. So hört es sich jetzt mal an. Wir werden das zu eins live geben, als Originalversion. Joey Kelly in Betrieb. Vielen Dank fürs Erste. Wir sehen uns gleich wieder. Oliver, bringt sie raus. Es gibt was auf die Ohren. Im Zweifelsfall die Kelly Family von Ihnen getreten. Super. So machen die in Ostfriesland Musik. Aber okay. Ciao. Bis gleich. Danke. Es gibt Kontraste, die gibt es gar nicht. Meine ersten Gäste, ob Sie sich kennen. Hallo. Nein, wir kennen uns nicht. Nein, aber die Kelly Family kennen Sie? Auch nicht. Ah, die Kelly Family ist eine ganz weltberühmte Musikformation. Ich habe davon gelesen und so. Aber da ich überhaupt nicht Musik höre, so neue Musik, ist mir das völlig fremd. Horst Eberhard Richter ist ein ganz berühmter Psychoanalytiker. Verstehe. Er kennt mich auch nicht. Ich kenne Sie auch leider nicht. Aber Sie beide, ich habe Sie im Gespräch vorgestellt, ich habe Sie im Gespräch, das haben wir das überhaupt noch musste bei Ihnen beiden vorgestellt. Sie beide haben ein und dieselbe Leidenschaft. Sie sind beides Marathonmänner. Das stimmt, also ich bin auch Marathonmänner. Auch mehrere. Ja, er läuft ja auch mehrere. Das stimmt auch. Ja. Wir laufen aber zu Fuß, also ich auf der Straße. Ja. Ich mache nur Skimarathon. Ah, Skimarathon. Meinst du Skilanglauf? Skilanglauf, aber auch Marathon. Habe ich probiert jetzt am Montag zum ersten Mal. 2 Stunden lang Skilanglauf. Bin fast gestorben. Muskelkater heute immer noch. Den gibt es doch bei Ihnen. Ich darf Sie schon mal rüber bitten. Wir sind schon mitten im Gespräch. Der Engadin-Marathon, der Skimarathon. In die Mitte. Dankeschön. Der ist auch 42,19 Kilometer lang. Ist er. Bitte auf die linke. Gut. Und wie oft haben Sie den gemacht? 9-mal. Wie ist da die Zeit? Was braucht man dafür? Es ist zwischen 1,75 Stunden und 6 Stunden kann man laufen. Nicht? Das ist also ein Lauf, wo, wenn man älter wird, wo es nicht mehr darum geht, ob man dann vorne ist, sondern dass man es überhaupt durchhält. Also ich brauche so. Alle 9 Mal bin ich zwischen so 3 Stunden, Ende 20 Minuten bis unter 4, also immer 3,5 Stunden und ein bisschen mehr. Und wie viel brauchen Sie? Ich bin eigentlich kein richtiger Marathonläufer. Ich habe jetzt 6 oder 7 Marathons hinter mir. Mein schnellster Marathon war jetzt in Oktober in Frankfurt, 3 Stunden 2. Da sind Sie jetzt schneller als ich da. Ohne Skier. Aber der Strecke war auch gerade. Vielleicht Ihre Strecken waren vielleicht ein bisschen hügelig. Ja, wir müssen dann immer ansteigen zwischendurch. Also beim Marathon in Frankfurt, Dankeschön, und in Köln davor, die Strecken waren gerade. Aber eigentlich mache ich die Marathons nur als Training. Ich muss jetzt entsprechend wirklich in Anführungszeichen verkaufen. Er ist nicht nur ein so berühmter Musiker, nein, er ist Weltrekordler. Sie kennen vielleicht den Ironman, das gesteigerte Format, und es gibt auch den Ultraman. Es gibt 8 Ironmans auf dieser Welt. Und alle 8 Ironmans hat er in einem Jahr bewältigt, durchgestanden, durchlitten. Also meine größte Hochachtung. Es ist. Ich muss sagen, ich komme mir ganz klein vor, wenn. Nein, das stimmt nicht. Das schaffen Sie locker. Das schaffen Sie locker. Aber ich finde das ganz toll. Erzählen Sie mal, was haben Sie da in diesem Jahr alles gemacht? Ich habe in diesem einen Jahr. Mein Ziel war, ich habe angefangen mit einem Ironman, meinem ersten. Also das ist aber den großen. Den großen, die Volldistanz. Ja, also das ist mit die, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Rad und zum Schluss die 42 Laufen, also das Marathon. Ja. Ich habe meinen ersten gemacht, ich bin dabei abgestürzt, habe meine Schulter gebrochen beim Rad, bin trotzdem weitergemacht, trotzdem durchgekommen und angekommen. Und dann mit geschlossenem Schlüsselbein den Marathon noch, mit gebrochenem also den Marathon die Radgeschichte noch zu Ende. Also noch 2 Stunden auf dem Rad und noch die 4 Stunden auf dem Marathon, weil der Schulter ein bisschen kaputt war, konnte ich nicht so schnell laufen und habe trotzdem durchgekommen. Und dann, was sagt der Psychoanalytiker dazu, wenn ihr mit gebrochenem Schlüsselbein noch den Marathon läuft? Nur Bewunderung, nichts als Bewunderung. Nein, es ist gar nichts. Und dann habe ich mir entschlossen, mein Ziel war dann alle 8 Ironmans. Es sind 8 offizielle Ironmans in der ganzen Welt. Das war für mich so ein Traum. Mein Trainer Hubert Schwarz, der war der Rekordhälter vor mir. Der hatte 5 in einem Jahr. Aber als er das gemacht hat, waren auch nur 5. Er hätte bestimmt auch 8 geschafft. Und dann habe ich angefangen in Hawaii, Neuseeland, Australien. Dann habe ich in Brasilien, Lanzarote,
Rot in Deutschland, Zürich in der Schweiz, Kanada, das waren die 8, bis letzten September war mein letzten in Kanada und meine beste Zeit von 1800 Starter in das letzte Rennen in Kanada bin ich 166er reingekommen, also unter die ersten 8%. Ich habe ein paar Profis überholt, das war für mich eine große Sieg. Wie vereinsamt haben Sie das mit Ihrer Kelly Family? Mit unserer Musik. Das ist so, wir touren. Das ist eigentlich Ihr Hauptberuf. Scheint ja doch Marathon zu sein. Nein. Also nebenbei mache ich meinen Sport, just for fun. Und, just for fun. Just for fun. Also wenn ich höre just for fun, muss ich sagen, es gibt Bilder, die strafen diese Behauptung Lügen. Wir haben ein paar eingespielt jetzt, wo wir Sie sehen bei einem Ironman, wenn wir die eben mal haben können. Das ist das Schwimmen. Das ist Hawaii, ja, ne? Das ist Hawaii, ich glaube. Ja, ist Hawaii. Zurück, Kelly, unter Wasser, so sieht er aus. Herzhahn. Ja, da sah er nicht mehr so richtig aus. Das ist sehr warm. Und das ist auch zum Teil sehr windig, nicht? Es ist sehr windig. Ich habe den letzten im Fernsehen gesehen da. Dem in Hawaii? Da hat, glaube ich, sehr viel Wind. Da war letztes Jahr in Hawaii war sehr viel Gegenwind. Ja, ich hab, ja. In Hawaii jetzt, vor 10 Wochen, habe ich kurz vor Weihnachten den Ultraman gemacht. Ultraman ist die 2,5-fache Distanz vom Ironman. Das geht über 3 Tage und das sind die Distanzen, ist ein bisschen länger. Da schwimmt man 10 Kilometer. 430 Rad und zum Schluss Doppelmarathon 84 Kilometer laufen. Und da waren also nur 35 Teilnehmer. Ich bin 7. geworden, 3. in meiner Altersgruppe und das ist auch die Weltmeisterschaft. Für mich war es auch ein super Erfolg, weil ich habe gehofft, unter die ersten vielleicht 20 oder überhaupt schaffen. Und habe mich durchgebissen und bin da zum Ziel gut angekommen und war super. Wir haben eben gesehen, als Sie zum Ziel kamen, da sind Ihnen wirklich die Tränen gekommen. Da habe ich geheult, stimmt. Aber ich habe geheult von Freude. Weil ja, was war das für ein Gefühl? Das war ein gutes Gefühl. Ich war bei die ganze Ironman, meinen ersten Ironman hatte ich vielleicht das gleiche Gefühl wie bei meinem ersten Ultraman. Das war jedes Mal dem Ziel durchzukommen, ist ein Energie-Push. Natürlich, man hat sich ausgepowert, aber ich bin zum Ziel angekommen, mein Bruder war da, Jimmy ist mit mir begleitet die ganzen 3 Tage über dem Ultraman und das war eine ganz harte Rennen und die Bedingungen waren auch sehr hart, sehr viel Wind gegen und sehr viel Hitze, also wir hatten bis 35 Grad und in die Lavafelsen sammelt sich der ganze Heiß sehr viel. Ja, und warum machen Sie das? Warum macht ihr das ja? Das Sie macht quälen Spaß. Sich ja wahnsinnig. Nein. Also Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie da die ganze Zeit nur Vergnügen haben. Also wenn jetzt die Hitze, den Gegenwind, okay, das stimmt. Ich meine, das ist das doch... Ist für mich, das ist für mich mein Ausgleich. Weil meine Musik und gleichzeitig, also ich bin verantwortlich für die ganze Tourbereich, für meine Familie. Ich kümmere mich um die ganze Buchung von den Konzerten. Wir touren auch in Deutschland, überall in Europa. 100 bis 120 Konzerte pro Jahr. Wir tun auch den nächsten Jahr in Deutschland. Das ist schon wieder so ein Marathon. Das ist viel Arbeit. Das ist mein Hauptberuf. Das ist jeden Morgen aufstehen und telefonieren und sorgen, wir haben ein Büro. Ich habe 4, 5 Leute, die mich helfen dabei. Aber ich bin verantwortlich. Und haben Sie Familie? Wir haben natürlich Familie. Also ich habe, wir sind eine Familie, die singt. Wir sind 9 Geschwister, Bruder und Schwester und mein Vater. Meine Mutter lebt leider nicht mehr, aber sie ist natürlich immer noch bei uns. Ja, ich meine, eine eigene Familie haben Sie nicht. Nein, ich bin noch so jung. Ich bin noch jung. Ich warte Wie alt noch. Sind Sie? Ich bin, Sie können du sagen, ich bin 26 geworden. Na ja, da hatte ich schon 3 Kinder. Haben Sie. Ja, das stimmt. Aber ja, er rennt ja immer, hat er keine Zeit. Da kann er nicht Lola, die rennt, sondern... Genau, ich renne, ich warte noch ein paar Jahre. Herr Richter, ich möchte aber gerne mal wissen, wir haben das gehört, die Begeisterung, die manche vielleicht nicht nachvollziehen können, weil es tut ja einfach mal weh. Aber ich glaube, wenn... zum Beispiel andere Leute einen Kurztriathlon machen würde oder so einen Skilanglauf, nicht unbedingt sofort einen Marathon, aber mit so einem 10 Kilometer, 5 Kilometer, die würden, ich glaube, ein neues Welt sehen. Die würden direkt, Sie haben einen Marathon gemacht jetzt in Köln, im letzten, ne?
1 ist schon viel. Ja, ja, klar, ein Marathon zu schaffen, sehr, sehr, sehr Wahnsinn. Und wie lange haben wir gebaut? Knapp über 4 Stunden. Das ist eine, das auch ist toll. Eine super auch Zeit. Toll. Für den ersten Zeit. Marathon? Tolle Zeit. Der erste Marathon war auch nicht viel schneller. Ne? Und dann ist es nur eine Frage von Konsequenz dranbleiben. Es gibt zum Beispiel kleinen Volkstriathlons, ganz kleinen Schnuppertriathlon, wo jeder mitmachen kann. Einmal einfach mitmachen, just for fun. Egal. Wo ist denn, da würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, Sie sind ja 9-mal in Engadin Skimarathon mitgelaufen. Ja. Und Sie sind sportbegeistert. Sie haben Fußball gespielt, Tennis gespielt, ich weiß nicht was alles gemacht. Welches Gefühl, welches positive Gefühl haben Sie nach einer sportlichen Leistung, in Anführungszeichen? Ich würde sagen, der Skimarathon, obwohl ich mich da auch schon anstrenge, aber hat beileibe nicht für mich diese erschöpfende Wirkung wie eine Riesenbergtour. Also wenn ich zum Beispiel das Teschhorn über den Westsporn insgesamt 16 Stunden mit, und dann kommt die Höhe hinzu, nicht weit mehr als 4500 Meter hoch und dann noch Kletterei und dann ein bisschen kitzlig, so eine Eiswand dazwischen und dann wieder die Kletterei, wo man so hangeln muss, oben an einem Grat. Und dann kommt eben vieles und die Unberechenbarkeit, die Wetterschwierigkeiten. Und das ist dann nicht nur so die physische Leistung, die Muskelgeschichte oder die Ausdauer, sondern kommt diese Höhe hinzu, dann die Gefahren, die man dann noch zu überwinden hat. Und das ist eigentlich für mich so der Höhepunkt so dieser, des Sportes. Während so ein Engadiner Marathon da mit diesen 14.000 Leuten da rum. Was ist denn dann für ein Gefühl, wenn Sie oben sind, wenn Sie es geschafft haben? Ja, man ist dann schon also auch erstmal erschöpft. Aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Vor allem, wenn es ein sehr schöner Berg ist, ein Berg, auf den man sich vielleicht jahrelang vorbereitet hat. Nicht? Denn die Berge sind ja nicht so, dass man da hinfährt und dann geht man darauf, sondern ein richtiger Bergsteiger, der guckt vorher genau, was ist das für ein Berg, ist der, interessiert der mich? Und das Gesicht eines Berges, zum Beispiel Matterhorn, nicht? Aber auch das Teschhorn oder Obergabelhorn, das sind ja alles unheimlich reizvolle, auch ästhetisch reizvolle Gestalten. Und da kommt vieles zusammen. Ist die Einsamkeit beim Bergsteigen vergleichbar mit der Einsamkeit einer Dauersportart wie Skimarathon oder wie Marathon? Glauben Sie das? Also beim schwierigen Bergsteigen ist man nie allein. Man ist immer zu zweit. Also man hat immer einen am Seil oder ist selbst am Seil eines anderen und hat da eine unglaubliche Nähe, also weil man enorm aufeinander angewiesen ist, nicht? Also der eine sichert immer und bei schwierigen Stellen und der andere geht und passt auf und dann ermutigt man sich gegenseitig und es gibt eine Nähe wie sonst kaum im Leben. Ist das der Grund gewesen, weshalb Sie angefangen haben, als Ihr Vater noch lebte, mit ihm bergzusteigen, Nähe zu ihm herzustellen? Ja, das war allerdings eine andere Nähe. Mein Vater war also ein sehr verschlossener Mann, der war auch als Junge Bergsteiger gewesen. Aber der war nun 50 schon, als ich zur Welt kam. Aber er war so ein Ingenieur und hat Erfindungen gemacht und war sehr schweigsam. Aber die Berge, das war etwas, wo wir beide, also ein Herz und eine Seele waren. Mhm. Und das hat eine große Rolle gespielt, dass ich ihm dann auch imponieren wollte und dass er endlich mal sehen konnte, dass sein Sohn auch was, was schafft. Fertig bringt. Ja. Und der hatte so tolle Erfindungen gemacht und war bei Siemens dann als kleiner Anfänger nachher doch sehr hochgekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er mich richtig ernst nimmt. Aber beim Bergsteigen hat er mich dann ernst genommen. Bergsteigen, da in August gehe ich mit meinem Trainer, Hubert Schwarz. Vielleicht kennt Sie Hubert Schwarz, das ist ein Extremsportler, das ist der Extremsportler. Und mit dem gehe ich zu Kilimanjaro. Da war ich immer auch. Ja, und da klettern wir das Berg innerhalb 24 Stunden hoch runter. Das sagen Sie jetzt. Ja? Das sagen Sie jetzt. Das sagen Sie jetzt. Es gibt also berühmte Bergsteiger, die das auch probiert haben. Und Hubert Schwarz hat geschafft. Und unterwegs umkehren mussten. Ich bin okay. Ja. Okay. Also ich warne Sie. Ja? Ich warne Sie. Ich weiß, das sind 90 Kilometer mit Gepäck hoch runter. Und, ich warne Sie. Okay. Wie lange, wann waren Sie da? Wie alt waren Sie da? Knapp 70. Also noch 69. Und wie lange haben Sie gebraucht, um hochzukommen? Ich habe nun ähnlich wie man das auch im Himalaya macht, wir haben dann, bin meinem Sohn übrigens, nicht? War die letzte große Tour, die ich mit meinem Sohn gemacht habe, man macht dann unterwegs Stationen. Also wir haben zum Beispiel auf 4000 Meter Höhe, haben wir dann einen ganzen Tag uns ausgeruht, weil allmählich doch die
man sich gewöhnen muss an die Höhe. Nicht? Und es kommen immer nur zwei Drittel oben an und zum Teil große Alpinisten, die kommen oben nicht an. Warum muss es so schnell sein? Das Problem ist so, aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, das habe ich jetzt nachprüfen lassen von einem Arzt, Dr. Strumpf, der ist selber Extremsportler und Bergsteiger und. Und der hat meine Blutwerte nachgeprüft und alles gecheckt mit EKG-Test. Und er meinte, du schaffst es. Aber weil er mich gut kennt. Und das ist nur eine Frage. Also ich würde mit Ihnen wetten. Ja? Mit Ihnen wetten? Ich wette mit Ihnen, dass Sie das in 24 Stunden nicht schaffen. Ja? Also Hubert Spaß, mein Trainer, hat es geschafft. Der ist natürlich mental ultra stark. Und, das hilft alles nichts, wenn die roten Blutkörperchen nicht mitmachen. Genau, okay. Aber es kann auch möglich sein, das Berg hoch runter so schnell steigern, dass der Körper damit nicht genug Zeit gehabt hat, sich anzupassen oder das gar nicht großartig registriert hat. Und das könnte gehen. Und das machen wir auch. Aber entschuldige, ich muss sagen, runter ist warum wollen Sie in der Zeit hoch und wieder runter sein? Wissen Sie warum? Wir haben ja kaum Zeit, oben mal zu gucken, wo Sie Nein, sind. Nein, doch. Ich meine, da oben ist es auch kalt. Dann will man auch runterkommen. Man bleibt ja nicht lange da oben, weil es ist auch minus 5 oder minus 10, weil es auch Schnee da oben ist. In welchem Monat wollen Sie es machen? In August. Ja, dann ist es kühler oben. Ja. Ich war im Februar oben, da ist es Wir wollen es eigentlich jetzt unter Null. Gehen, aber es ist jetzt Regenzeit und jetzt ist es... Nein, jetzt ist es ideal. Also mein Trainer meinte, es ist jetzt... Januar, Februar ist die Zeit für den Kilimandscharo. Ja, also okay, ich habe meinen Trainer gefragt, Hubert, wir wollten im März, Anfang März, und er meinte, Joy, wir warten bis August, ist besser. Und dann Chef. Aber es muss immer der Rekord sein, ne? Es muss immer der Rekord sein. Aber Sie Nein, muss nicht Rekord. Das ist so, ich habe nicht mehr Zeit. Die meisten Leute brauchen 3-4 Tage, brauchen nicht, aber man sollte 3-4 Tage nehmen, hochzukommen. Nee, das ist auch noch zu wenig. Das ist auch zu wenig. Bei 3-4 Tagen kommt nur die Hälfte oben an. Also man sollte eigentlich eine Woche Zeit nehmen. Sie haben vorhin mal gesagt, ganz zu Beginn dieser Runde, Herr Richter, dass Sie Bewunderung dafür haben für sowas, aber gleichzeitig habe ich im Gesicht angesehen, dass Sie es nicht ganz nachvollziehen können, wie man sich solche Strapazen aufhält. Sie haben dann geschafft. Ja, weil das auch kein, ich würde sagen, er verschenkt da was. Also auf den Kilimandscharo zu gehen, durch die verschiedenen Klimazonen, nicht wahr? Und dann die Vegetation, diese wunderbare Vegetation, und nachher wird das allmählich weniger und trockener, und nachher oben Lava. Nicht wahr? Das ist ein so tolles Erlebnis, langsam sich umzuschauen und unten diese Regenwald und nachher immer... Entschuldigung, das Problem ist, da rennen wir dann gerne, vorbei. Nein, ich würde super gerne da eine ganze Woche und zwei Wochen bleiben. Nur ich kann nicht, ich muss arbeiten, verstehen Sie? Und ich würde auch gerne... Der muss ab ins Schloss zurück. Nein, bei mir. Ich muss hier im Büro und neue Konzerte buchen und wir sind auf Tour. Und also diese Ausrede glaube ich Ihnen. Nein, das stimmt wirklich. Diese Ausrede, nein, ich habe eine letzte Frage an Sie. Ja. Was war der schönste, größte sportliche Erfolg bisher? Der schönste Moment? Das schönste war mein letztes Rennen mit dem Ultraman. In Ziel einkommen und das zu schaffen und auch mit der Platzierung. Und das war mein bester Erfolg, mein bestes Gefühl. Und mein nächstes Rennen ist ein Wüstenlauf. In Marokko, in die Wüste, und das ist mein nächstes so Ziel. Und ja, ich hoffe, wenn ich das schaffe. Horst Ebert Richter, die Frage auch an Sie. Was war Ihr schönstes sportliches Erlebnis, Ihr Sieg, was auch immer? Ist Teschorn. Teschorn über den Westsporn und Teufelsgrad runter. Zwei Marathonmänner. Horst Ebert Richter, 9-mal den Skimarathon im Engadin, ich sage es nochmal, und Joey Kelly, von dem wir noch viel erwarten dürfen, nicht nur auf der Bühne an der Gitarre, 8-mal den Ironman in einem Jahr. Haben Sie keine Angst, Sie laufen sich die Knochen kaputt? Nein, ich habe zum Glück genug Fett um mich, der das alles hält. Und noch ist es alles noch gut. Wenn Sie nicht mehr laufen können, können Sie eine Familie gründen. Dann mache ich das mit dem Rollstuhl. Ich danke Ihnen beiden sehr fürs Kommen. Es war ziemlich spannend. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, für Sie war es genauso spannend wie für mich. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Danke, bis dahin, alles Gute. Tschüss zusammen.